Hallo, das bei der Taurus. Willkommen zu einem neuen Video hier vor dem von mir restaurierten Küchenschrank. Ja, neulich habe ich ja schon mal Toastbrote hergestellt. Griechenland trifft Deutschland auf dem Toast oder andersrum habe ich es genannt. Ja, die Firma Extra Schwer aus Rade hatte mir also freundlicherweise Lebensmittel zur Verfügung gestellt, die ich als Werbung halt in die Kamera halten sollte für Firma Extra Schwer. Ich werde euch jetzt noch im Einblenden, was in dem Karton, den ich bekommen habe, drin war. Also das ist ein Ausschnitt vom Video vom Montag. Wann ich das halt hochgeladen habe, Mittwoch, genau. Ja, blende ich jetzt dem ein. Dieses Mal bin ich so clever und habe meine Adresse weggemacht. Gepolstert war es auch. Ja, ich habe hier einmal die schwarzen Oliven von Aldi bekommen. Das WD-40 der Küche, Sauce Hollandaise. Packung passierte Tomaten, Champignons, könnt ihr alles bei Extra Schwares Rede kaufen, hier Mettenten, geiles Zeug, kann man immer was mit machen und Käse zum Überbacken, habe ich so noch nie gehabt, ich kenne den zwar von Aldi, aber habe den selber noch nie gekauft. Ja, ihr konntet gerade sehen, was ich neulich ausgepackt habe. Hab mich wirklich sehr gefreut. Nochmal vielen Dank an die Firma Extra Spar aus Rede. Ja, heute soll es einen Hähnchen-Erbsen-Eintopf geben. So, das habe ich schon mal gemacht. Jetzt habe ich es aber nochmal in einer abgewandelten Version. Das möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Und zunächst einmal müssen wir dafür Hähnchenfleisch anbraten. Oder beziehungsweise Hähnchenfilet. Ich habe hier eine Pfanne auf dem Ofen gestellt. Die stelle ich auf Stufe 9 von 9. Dann habe ich hier mein neues Lieblingsprodukt, Pflanzencreme. Ist halt flüssige Margarine im Prinzip. Die muss halt erstmal heiß werden und schmelzen, also richtig brüllend heiß werden. Wenn die Pflanzencreme brüllend heiß ist, kommt das Fleisch rein, wird scharf angebraten. Dann werden die Erbsen hinzugefügt, wird das Fleisch auch mal rausgenommen. Ich schneide das dann gleich klein, das werdet ihr alle sehen. Aber wichtig ist erstmal, dass es scharf angebraten wird, weil ich mag nämlich kein rohes Fleisch anfassen. Darum brate ich das erstmal und schneide es dann klein. Das ist ganz normal, das drauf. Müsst ihr nicht wundern. Hier ist jetzt das Hähnchenfilet. Hähnchen-Innenfilet ist es. Wie gesagt, ich mache ja kein rohes Fleisch anfassen, darum packe ich das hier. Ach, ihr seht das gar nicht. Ich packe das hier mit einer Kneifzange. Holzzange, wie nennt man das denn? Mit der Zange halt an. Fett war wohl noch nicht heiß genug. Ich habe jetzt hier Salatgurken gewürzt. Das ist auch ein tolles Produkt. Einfach im leicht würzen. Und mit Paprika. Oder Paprika hinzugeben, wenn ich falsch gesagt habe. Ah, wird ein tolles Video, das sehe ich jetzt schon. Ihr seht nicht viel. Ich kann es auch nicht ändern. So, Paprika drüber. Und schon mal umdrehen. Wer es noch nicht kennt, das ist mein selbstgebautes Gewürzregal. Also meine Mutter hat es jetzt zum Geburtstag geschenkt. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Das war eines meiner ersten YouTube-Projekte. Ich nenne es auch das geilste Gewürzregal der Welt. Mit König Breithähnchen-Gewürzsalz von Aldi oben drauf. Dieser Zug von 9 von 9, das muss nur einmal braun werden, damit ich das gleich besser klein schneiden kann. Die legendären weiß-blauen Teller. Grüß an Dave Midnight, du hast mein letztes Video noch nicht kommentiert.
So, ich hole jetzt erstmal hier die Hähnchenteile raus. Ich habe den Ofen schon ausgestellt. So, ich habe das Fleisch aus der Pfanne geholt. Ich schneide das jetzt klein. Sieht nicht schön aus und ihr braucht mir das auch keine Links zu einem Video schicken, wo eine Frau ins Klo kotzt, so wie ich das gestern irgendwie so ein Vollidiot gemacht habe. Ich finde es dämlich, aber gut. So, wollen wir uns nicht drüber aufregen, jetzt ist gekocht. Beziehungsweise mal geschnitten. Das ist aber schon einigermaßen durch. Hände habe ich mir natürlich gewaschen. Ich habe leider kein schärferes Messer. Wie gesagt, das brate ich gleich nochmal schärfer an. Aber es reicht halt erstmal so, dass ich das schneiden kann. Wenn ihr jemanden kennt, der schärfe Messer herstellt, kann er mich gerne sponsern. Ich weiß nicht, ob ich auf meine Amazon-Wunschliste welche habe. Wollte ich jedenfalls mal draufsetzen. Übrigens, den Link zu meiner Amazon-Wunschliste findet ihr am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Grüße gehen raus an Theresia, eine der zwei Frauen, die meinen Kanal, drei Frauen, die meinen Kanal supporten. Ich finde es süß, dass ein 16-jähriges Mädchen meine Videos guckt, die eigentlich eher für Herren gedacht sind, mittleren Alters. Na gut, ja. Dann gehen noch Grüße raus an Frau Hildebrand, die mich darum bat, meinen Bart abzuschneiden oder zu kürzen. Ja, wenn ich schon dabei bin, Frauen zu grüßen, Grüße gehen raus an Wendy. Und wenn ich schon beim Grüßen bin, dann möchte ich auch noch meinen treuesten Fan, Onkel Pete, grüßen. Freut mich immer wieder, wenn ich deine Kommentare zu lesen. Finde ich wirklich schön. Dafür danke ich dir an dieser Stelle auch nochmal. So, Ofen steht auf Stufe 9 von 9, also auf Volldampf. Hier holen wir den Pfannenwender. Ich mache noch ein bisschen Bratäschen-Gewürzsalz drauf. Oh, die Dose ist bald leer. Jetzt werde ich erstmal noch ein paar Erbsen abseilen. Ja, zu einer Hähnchen-Erbsen-Pfanne gehören Erbsen. Ich nehme jetzt diese aus der Dose, sonst nehme ich immer welche aus der Tiefkühlung. Die habe ich mir selber bezahlt. Bitte. Nur die Soße und das ist von hier im extra zwei gesponsert, den Rest habe ich selber bezahlt. Ich mache die Dose dann auf. Das ist übrigens die Schale, von der ich, aus der das Fleisch stammt. So, jetzt ist abgetropft, natürlich die Erbsen werden auch mit in der Pfanne angebraten. So, das Fleisch ist braun geworden, Erbsen werden mit anbraten. Ich gebe jetzt schon mal ein wenig Chili dazu. Ja, ich habe das jetzt knapp eine Minute anbraten lassen. Ich mache so, damit die Flüssigkeit von den Erbsen komplett weg ist. Und dann sollte der Erbsengeschmack dominant herauskommen. Ich stelle den Ofen jetzt erstmal aus und füge die Soße und das hinzu. Die wurde mir natürlich freundlicherweise zur Verfügung gestellt, von Firma Extra Steuer.
war jetzt knapp ein ganzer Karton mit 300 Millilitern. Hat sich mal aufgemacht. So, jetzt unterrühren. Wie gesagt, Ofen ist aus. Bin auf den Trichter gekommen, Pfeffer und Chili und Salz frisch zu mahlen. Jetzt kommt da erstmal eine Prise frisch gemahlenen Pfeffer rein. Das duftet schon mal prima. Sauce Hollandaise ist natürlich fertig und hemmt dadurch Schärfe. Darum kann man ruhig mehr Pfeffer reinmachen, als man eigentlich würde. Das dürfte erstmal reichen. Ich weiß nicht, wie viele Löffel das sind. Ich schätze mal einen Kaffeelöffel voll. Ihr könnt natürlich auch bereits gemahlene Gewürze reinmachen, habe ich früher auch immer gemacht. Ich tue jetzt noch ein bisschen Chili rein. Ist von Lidl, habe ich selber bezahlt. Die Mühle ist von Action, habe ich meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt. Die Mühle ist übrigens klasse. Ja, nee, das war falsch. Ich habe jetzt gerade dem geilsten Gewürzregal der Welt ein bisschen Muskatnuss entnommen. Könnte man die auch selber mahlen, aber da habe ich keine Muskatnuss da. Ja, dann rühren wir das schön unter. Ja, ihr konntet ja gerade die Impression meines geilen Gerichtes sehen. Ich habe da noch ein paar Pommes zugetan, die habe ich im Backofen gefunden. Also die habe ich vorgestern, nee, gestern war es, gestern habe ich sie gebacken. Ich dachte, das passt dazu gut. Nur so einen flüssigen, sagen wir mal, Eintopf stopft ja den Magen auch nicht so wirklich. So, nun ist Geschmacksprobe angesagt. Prost. Das schmeckt toll, muss ich sagen. Das schmeckt richtig klasse. Besser als die erste Version, die ich vor ein paar Monaten mal gemacht habe. Das schmeckt wirklich toll. Man schmeckt die Erbsen raus. Man schmeckt den Pfeffer raus. Also frisch gemahlener Pfeffer. Also die Mühe zu machen, Pfeffer frisch zu mahlen. Das lohnt sich wirklich. Ich habe das früher nicht geglaubt, aber ist so. Wirklich bedeutet intensiver, aber dabei ohne dabei unangenehm scharf zu werden. Schmeckt wirklich klasse. Man schmeckt die Erbsen halt gut raus, schmeckt leicht nach Hähnchenfleisch, man könnte ja auch Rinderfleisch nehmen oder anderes Fleisch. Und das in Sauce Hollandaise und Chili und Pfeffer balsamieren. Ne, kann man wirklich gut essen. Ich nehme mal ein paar Erbsen und packe sie auf eine Pommes. Oh, passt gut. Toll. Kann man gut essen. Schönes, günstiges Gericht kann man schnell machen, auch wenn man nicht gut kochen kann. Ne, gefällt mir wirklich gut. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn das Video wahrscheinlich schlecht geschnitten sein wird. Man konnte wenig sehen, aber mein Gott. Ich denke mal, ihr habt das Wichtigste gesehen. Wie gesagt, also alle meine Stammzuschauer wissen, dass ich grundsätzlich nie Mengenangaben benutze oder sie nenne, weil ich selber keine habe. Ich denke mir meine Rezepte selber aus und ja, meistens funktioniert das auch, was ich mache. Ich möchte mich bei der Firma Extraspar bedanken, die mir neulich Lebensmittel zur Verfügung gestellt haben. Ja, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, folgt mir auf Instagram, Patreon, Twitter, schenkt mir was von meiner Amazon-Wunschliste und hier meine handwerklichen Projekte, die ich sonst so mache, wenn ich was restauriere, das verkaufe ich bei eBay. Könnt ihr gerne mal reinschauen, vielleicht ist für hier eure Einrichtungsgeschmack was dabei. Ja, dann sage ich Tschüss, ciao, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Roman.